Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil. Let's Beta the Mist of Pandaria. Hui, da baut sich die Karte auch langsam auf. Wir müssen einmal den Pool der Reflexion überqueren und Quarkshu, den Wassergeist, finden. Was eigentlich relativ easy ist. Ups. Ups. Okay. Scheint er automatisch zu machen. So, damit haben wir... Müssen wir jetzt hier... mit den Wasserdingern da spielen. Ich scroll mal raus. Hops. Yeah. Ui, nochmal. Yeah. Ach, fuck. Ich hab was vergessen. Ich hätte erstmal die Quest annehmen sollen. Ach, Mist. Natürlich auch blöd, wenn ich die Quest nicht annehme. Weep. Nein, nein, nein. Ach. Mann, 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 ey. Wie soll man das denn zum Teil so schnell schaffen? Ja, komm. Yeah. Oh nein. Nein! Nein! Yes. So, geschafft. Gloves of Splashing Water. Muss ich jetzt tun? Ui. Jetzt muss ich ja weit aber laufen. Ah, praktisch. Ja, komm, hopp. Jetzt fahren wir mit dem Bullen. Mit einem Yak. Nourished Yak. Dum 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 dum. Da haben sie sich echt was Cooles einfallen lassen. Kommt mein Wasser? Ja, mein Wassergeist kommt auch mit. Da gibt es einen Briefkasten. Hier ist aber sonst nichts. Wo sind wir gerade? Ah, wir fahren jetzt hier lang und dann wahrscheinlich lässt er mich hier raus. The Rose. Ach, das ist dieses neue Dorf. Ja, ja. Dann weiß ich wo. Und das ist die Schildkröte. Das sieht man hier. Ha, 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 ha. Was hat man denn hier nochmal gequestet? Und hier? Das weiß ich noch. Puh. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Naja, werden wir gleich sehen. Ich finde die Wege zum Teil ein bisschen weit. 10 Schädling. So, still good. Ah, jetzt muss ich Vorräte von den Feldern sammeln. Da haben wir Big Bertha. Die dicke Bertha. Ja. Auch die gibt es hier. Na komm. Mein Gott. So.
So, da liegt das erste Möhrchen. Da habe ich überhaupt Platz. Oh, ich habe die Handschuhe bekommen, ne? Ne, die hatte ich schon angezogen. Okay. So, da sind die nächsten Vermins. Komm her. Zack, und stirb. Oh, Stone Carrot. Das ist ja praktisch. So. Ja, ziehen wir schon mal raus. Bäm, im Vorbeigehen. Das ist Kung-Fu-Style. Oder ist es einfach nur Panne? Egal. Ich muss jetzt hier noch auf jeden Fall anderes Gemüse organisieren. Mal gucken, wie ich das so bekomme. Das ist schon cool. Okay. Okay, wo muss ich denn hier? Ich will doch nur hier vorbei. Mein Gott. Wieso kriege ich denn hier keine Kürbisse? Was brauche ich überhaupt? Turnip und Pumpkin. Bin ich zu schnell? Ne, da sind doch die ausgegrabenen Rüben. Hä? Egal, ich nehme erstmal die ausgegrabenen Rüben mit. Und das erste, was ich wieder mal einschalten sollte, ist Autoloot. So, wo haben wir die nächste? Da. Vielleicht ohne zu adden? Jawohl. So, fliegt da. Ach, ein Drache. Mensch. Was haben wir hier? Wo finde ich denn jetzt hier diese blöden Pumpkins? Verstehe ich nicht. Stirb. Ach, egal. Ich hole mir jetzt einfach... Oh nein. Egal, ich hole mir jetzt... Nein, war natürlich Absicht. Ich will nicht mal dieses Group Loot ausprobieren. So. Wir haben doch jetzt AOE-Loot. Das heißt, wir müssten jetzt quasi alle komplett leer looten können. Wenn ich jetzt hier die Hand reinstecke... Genau. Zwei Leinenstoff und ein bisschen mehr... Oh. Aber hier ist auch kein Pumpkin, wenn ich das so richtig sehe. Zumindest ist es kein, den ich sehen könnte. Hä? Hä? Wo? Ach, da hinten! So. Und irgendwas kann mit dem Tonmodell noch nicht passen. Das klingt ja so wie ein Mann. Und es kann natürlich auch nicht so bleiben, was
die Talente angeht. Ich meine, ist ja schön und gut, aber ich meine, ich level doch jetzt nicht bis Level 30 hier mit den gleichen Talenten, oder? Mit den 4 Skills, die ich da habe. Ist doch ein Witz. So. So. Mir egal, ich laufe jetzt durch. Dafür stehen da nämlich Wachen. Hops. Und hops. So. Oh, ein neues Talent. Was ist es? Spinning Crane Kick. You spin while kicking in the air. Dealing. Okay. Ist ja witzig. Ich kann jetzt hier durch die Luft wirbeln und kicken und... Ja. Oh Mann. So. Ich färbe mich nach und nach violett-grün. Ja, beziehungsweise türkis-violett. So. Und das bedeutet für mich, die Folge ist schon wieder vorbei. Und wir sehen uns wieder zum nächsten Teil von Let's Beta Mists of Pandaria. Tschö, tschö.